Hallo bei der Klimazeit, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben zu wenig Wasser. Die Grundwasserstände sind gering und wir drohen, in einen Wassernotstand zu geraten. Was können wir dagegen tun? Das haben wir uns zum Weltwassertag im hessischen Burgwald angeguckt. Mit einem Förster, der das Wasser zurück in seinen Wald holen will. Eine Lösung im Kleinen für ein großes Problem, das hoch oben in den Alpen beginnt. Winter, Alpen, Schnee, alles wunderbar. Nix Neues. Tatsächlich ist viel zu wenig Schnee gefallen, heißt zu wenig Schneeschmelze, und das bekommt der Rhein zu spüren, unmittelbar. Der Pegel bei Bingen, Rheinland-Pfalz, Anfang März. Wasserstand im Mittel 1,11 Meter. Vor ein paar Tagen kam eine Welle durch, aber der Pegel fällt schon wieder ins Uferlose. Glaubt man den Prognosen? Auf Null. Der Fluss als Wanderweg, wie schon 2018. Was bleibt, ist eine schmale Farbe. Wasser wird immer mehr zum modernen Gold. Die UN fordert bis 2030 einen nachhaltigen Umgang mit Wasser. Das ist, erklärt Martina Winker vom Institut für sozial-ökologische Forschung, das ist zugegeben ein hehres Ziel, aber es kann nicht sein, wenn wir vor allem auf diese Knappheit der Ressourcen zusteuern, dass wir dann immer noch eine große Menge von unserem qualitativ sehr hochwertigen Trinkwasser einfach die Toilette runterspülen. Das steht als Idee dahinter. Das kann man auch mit dem Wasser, das vorher aus der Dusche kam. Beispiel Frankfurt, Großstadt. Rein rechnerisch könnte man sagen, man könnte so 30% einsparen, wenn das jeder Haushalt, jede Toilette tun würde. Einfach nur diese. Und das ist natürlich nicht realistisch, weil es ist völlig klar, man kann nicht jedes Haus eignet sich für so einen Umbau. Es ist nicht überall möglich. Das heißt, man kommt sicherlich auf weniger. Ich würde so schätzen 10, 15, vielleicht, wenn wir richtig gut sind, 20% mehr nicht. Das Problem findet sich 100 Kilometer nördlich von Frankfurt im Burgwald wieder. Ein Gutteil des Frankfurter Wassers kommt von hier. Der Moloch hat Durst. Der Grundwasserspiegel im Burgwald ist stellenweise in den letzten 30 Jahren um 4 Meter gefallen, zeigt uns Eberhard Leicht, der Forstamtsleiter. Allein sein Revier, der Burgwald, hat 1500 Hektar Wald verloren, 2000 Fußballfelder. Trockenstress, Waldsterben. Wir müssen, mahnt er, das Wasser da halten, wo wir es brauchen. Wir haben diesen Fichtenwald hier an der Stelle geöffnet, entlang des Baches, und haben kleine Barrieren geschaffen, damit sich das Wasser in einzelnen Staustufen ansammelt und hier letztlich kleine Lebensräume geschaffen, aber eben auch Wasser zurückgehalten. Im Wald, statt ihn trocken zu legen wie Förstergenerationen zuvor. Damals war das wichtig, das Wasser, was von oben kam, in Gräben zu leiten. Bloß raus aus dem Wald, besser zum Bewirtschaften. Vergiss es. Weg mit den Gräben. Stattdessen Durchlässe schaffen, damit das Wasser hier langsam versickern kann. Oder noch besser, bleibt, wo es ist, damit sich Moore bilden können. Das sind Torfmoose, die eigentlichen Moorbildner. Die Zellen dieses Torfmooses können durch Wasseraufnahme ihr Volumen um das 30- bis 40-fache vergrößern. Also da sind unheimliche Potenziale, Wasser aufzunehmen. Und wenn die Pflanzen dann quellen, dann ist es sogar so, dass sie so eng beieinander stehen, dass kapillar zwischen den einzelnen Pflanzen auch Wasser gehalten wird. Also es ist ein riesiger, oder es sind riesige Schwämme. Wasserspeicher. Okay, das dauert Jahrzehnte, bis ein Moor entsteht. Einst aber gibt es hier schon, mitten im Burgwald. Die Franzosenwiesen. Letztlich, wenn wir der Natur jetzt Zeit geben, wäre es ideal, wenn es dann irgendwann da entsprechend auch so aussieht. Die Potenziale, letztlich Wasser hier aufzusaugen, die sind schon unglaublich groß, also unermesslich. Ja. Und wir merken das auch nach Starkregenereignissen. Das, was am Ende aus dem Moor rauskommt, ist oft eben gar nicht viel mehr als das, was in Trockenperioden aus dem Moor rauskommt. Es ist eine Verstetigung letztlich des Wasserflusses. Wasser halten da, wo es gebraucht wird, das hilft. Heißt aber noch lange nicht, dass wir fein raus sind. Moore wachsen extrem langsam. Zu langsam für die rasante Klimaveränderung. Wir brauchen eine grundlegende Wasserwende, die Bereitschaft, mit dem Kopf zu arbeiten, umzudenken, Wasser als Wert zu sehen, schützenswert.
Wie kann ich jetzt schon umsteuern? Weil Infrastrukturen sind ja auch nichts, was ich von heute auf morgen, wo ich einen Schalter umlege, sondern das sind langfristig gewachsene Systeme. Und wie kann ich einfach jetzt schon anfangen, die so umzugestalten, umzubauen, dass ich dann eben in 50 Jahren da bin, wo ich dann sie vielleicht auch haben möchte und brauche. Aber wir Menschen sind träge. Wir brauchen Krisen, um zu handeln. Auch so ein Luxus. Nur den können wir uns schon lange nicht mehr leisten. Wasser ist für uns überlebenswichtig. 70% unseres Trinkwassers werden aus unserem Grundwasser gewonnen. Und der Geschmack unterscheidet sich übrigens stark, je nachdem, wo das Wasser herkommt. Dabei wird Deutschland in unterschiedliche hydrogeologische Regionen eingeteilt. Die Küste, das Flachland, die deutschen Mittelgebirge und die Alpen und Voralpen. Bei der Hydrogeologie geht es um das Wasser in der Erdkruste, also auch um das Grundwasser. Und wieso dafür gerade der Niederschlag im Winter wichtig ist, erklärt uns Thomas Ranft aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum. Wir alle kennen das. Wenn es im Sommer ein Gewitter gibt und es hört auf zu regnen, dann kann es sein, dass es eine Viertelstunde danach schon wieder komplett trocken ist. Weil die Sonne drauf scheint und nicht so wie jetzt hier der Boden feucht ist. Nein, nein, da ist es warm, da ist es sonnig. Der größte Teil verdunstet. Die Pflanzen nehmen einen Teil auf, sodass von dem Wasser, das herunterfällt, kaum was im Boden landet. Im Winter dagegen das genaue Gegenteil. Da reicht ein leichter Nieselregen und den ganzen Tag ist die Straße feucht. Da verdunstet nichts, weil es viel zu kühl ist, weil die Sonne zu schwach ist. Und viele Pflanzen sind in Winterruhe, die brauchen auch kein Wasser. Wenn wir also über Grundwasser nachdenken wollen, dann gibt es elementare Unterschiede zwischen Winter und Sommer. Und aus hydrologischer Sicht, also wenn wir das aus Wassersicht ansehen, dann beginnt das hydrologische Jahr nicht am 1. Januar, das wäre ein bisschen spät, sondern am 1. November. Nämlich dann, wenn eigentlich die ganzen Grundwasserstände und die Füllstände der Gewässer am niedrigsten sind. Und dann füllt sich das im Winterhalbjahr auf bis Ende April. Und dann beginnt Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober. Das sind die Monate, wo wir durch die intensive Sonneneinstrahlung und die Aktivität der Pflanzen wieder Wasser verlieren. Dann sinken die Pegel wieder und zum 1. November geht es wieder los. Also, aus Grundwassersicht ist das Winterhalbjahr das Entscheidende. Und ein trockener Winter ist fürs Grundwasser viel fataler als ein trockener Sommer. Ja, und da es in den vergangenen Jahren viel zu trocken war, wird ein einzelner nasser Winter nichts bringen. Wir bräuchten jetzt mehrere überdurchschnittlich nasse Winter hintereinander. IPCC, Sachstandsbericht, Synthesebericht. Diese Wörter hört man gerade in der Klimaberichterstattung. Wir dröseln die jetzt mal auseinander. Der IPCC ist ein internationaler Sachverständigenrat für Klimaänderungen und wird auch einfach Weltklimarat genannt. Mit dabei sind mehrere tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 55 davon aus Deutschland. Der Weltklimarat betreibt selbst keine Forschung, sondern er bündelt und bewertet die Ergebnisse der Forschung, die es schon gibt, und fasst sie in sogenannten Sachstandsberichten zusammen. Ja, die sind dann häufig mehrere tausend Seiten lang und deswegen gab es dieser Tage eine Zusammenfassung des 6. Sachstandsberichts. Und der sollte die Politik aufrütteln. Der Blick auf die Berge rund um Davos zeigt ein Schweizer Panorama, wie es schöner kaum sein könnte. Tatsächlich aber sind nur die Gipfel schneebedeckt, die Täler braun und schneefrei. Das beunruhigt Klimaforscher Christoph Marti. Seine Studien zeigen, Anfang März liegen hier nur 30 cm Schnee statt einem Meter, wie sonst zu dieser Jahreszeit. Und das wenn man das vergleicht mit dem langjährigen Mittel, dann sehen wir eigentlich, dass wir in Davos, aber auch in anderen Stationen noch nie so wenig Schnee gehabt haben wie jetzt. Es fehlen Niederschläge, wie der letzte Winter eindrücklich gezeigt hat. Der Klimawandel beschleunigt sich, die Lage ernst. Die Befürchtung des IPCC, das Leben auf der Erde wird für kommende Generationen unberechenbarer und gefährlicher, wenn die Regierungen der Welt die klimaschädlichen Emissionen nicht drastisch senken. Das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung wird ansonsten bereits in den 2030er Jahren überschritten. Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen reichten nicht aus, so der Bericht des Weltklimarats. Der Kieler Klimaforscher Mujib Latif mahnt schon lange, sieht ein Versagen der Weltpolitik. Was also sind die Konsequenzen?
Der Weltklimarat sagt ganz deutlich, dass es jetzt auf dieses Jahrzehnt ankommt. Wenn wir es nicht schaffen, das heißt, wenn die Welt es nicht schafft, in diesem Jahrzehnt die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken und dann bis zur Mitte des Jahrhunderts auf Null bringt, werden wir höchstwahrscheinlich das Pariser Klimaabkommen nicht mehr einhalten können. Der Bericht stellt aber auch fest, noch sei Zeit, dass die Menschheit umsteuern kann. Und der Kampf gegen die Erderwärmung könnte dann auch die Wirtschaft ankurbeln und Gesundheitsschäden verringern. Ja, zumindest auch ein kleines positives Fazit. Dabei hätten wir schon längst weiter sein können. Denn der Weltklimarat warnt ja bei weitem nicht zum ersten Mal. Dürre, Hungersnöte, Überflutungen. Davor haben die Klimaforscher schon vor über 30 Jahren gewarnt. Die Auswirkungen des sogenannten Treibhauseffektes sind selbst bei größten Anstrengungen nicht einmal auf dem jetzigen Stand zu halten, sondern werden schlimmer. 1990. Die Klimaforscher warnen erstmals. Die Temperatur auf der Erde könnte sich um bis zu 5 Grad erhöhen. Eine Botschaft, die schockiert. Zu diesem Zeitpunkt stagnieren die weltweiten CO2-Emissionen auf hohem Niveau. 1995. Der Weltklimarat trägt erneut die Forschungsergebnisse zusammen. Es besteht kein Zweifel mehr. Der Klimawandel ist menschengemacht. Aber die Politik zögert. Auch in Deutschland. Wir wissen, dass die Reduktionen von CO2-Emissionen im Verkehrsbereich nicht groß sind, die Reduktionsmöglichkeiten. Meine Damen und Herren, Lemminge heißen wohl die Fische, die ihrem eigenen Untergang entgegenschwimmen. In den Folgejahren steigt der weltweite CO2-Ausstoß sogar noch an. Jetzt schreiben die Forscher, wenn es so weitergeht, dann werden wir auch drastisch die Folgen spüren. Fluten, Hungersnöte, Epidemien. Ab 1998. Die rot-grüne Bundesregierung versucht eine Kehrtwende. Vergeblich. Es gibt Ansätze wie den Emissionshandel. Aber das reicht nicht. Weltweit steigt der CO2-Ausstoß. Mittlerweile ist der Weltklimarat international anerkannt. Zusammen mit Al Gore wird ihm 2007 der Friedensnobelpreis verliehen. Der Klimawandel kann zu dramatischen Völkerwanderungen führen, zu Konflikten und Kriegen um Wasser und andere Ressourcen. Doch den mahnenden Worten folgen wieder kaum Taten. 2014 treffen sich hunderte IPCC-Klimaforscher in Berlin. Ein Ergebnis? Der menschengemachte Klimawandel heizt auch die Ozeane auf. Und? Die erste zentrale Kernbotschaft ist, die Emissionen steigen, steigen, steigen. Und auch dieses Jahr wieder ein alarmierender Klimabericht und mahnende Worte. Unsere Welt braucht Taten, umfassend, überall und sofort. Danach sieht es nicht aus. Wenn wir so weitermachen, so die Prognose, werden wir den weiteren Klimawandel sicher nicht mehr stoppen können. Einer der Hauptautoren des Weltklimaratberichts ist Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Geden, ein bekannter Comedy-Autor, hat diese Woche getwittert: Shoutout an alle Wissenschaftler, die sich immer noch die Mühe machen, diesen Klimareport zu verfassen, obwohl sie wissen, dass ihn eh keine Regierung beachten wird. Ist da was Wahres dran? Da ist was Wahres dran, dass man den Eindruck hat, was machen die Regierungen eigentlich damit, nachdem sie ihn beachtet haben. In der Tat haben die Regierungen den Report ja bestellt und auch die politische Zusammenfassung mit uns verhandelt, was auch sehr anstrengend ist. Und ich denke, er wird auch beachtet, aber in unzureichendem Maße. Man muss aber auch sehen, dass diese Reports die Wissenschaft selbst voranbringen und insofern das auch ein bisschen unabhängig davon ist, ob die Regierungen sofort im Anschluss das machen, was dort empfohlen wird. Was ist für Sie die Hauptaussage des Klimaberichts, die Sie allen Entscheidungsträgern vielleicht gerne an die Stirn kleben würden? Die Hauptaussage aus meiner Sicht ist, dass die 1,5-Grad-Marke in den 2030er Jahren überschritten werden wird, weil wir sehr spät dran sind. Es ist auch unabhängig davon, wie viel wir bis dahin noch reduzieren. Wir können trotzdem das 1,5-Grad-Ziel schaffen, müssten es aber dann hinbekommen, die Temperatur im Laufe des Jahrhunderts zu reduzieren, indem wir mehr CO2 aus der Atmosphäre ziehen, als wir noch emittieren. Wie weit sind wir da in Deutschland?
Wir haben da große Forschungsprogramme, auch größere als in anderen europäischen Ländern, sowohl für Methoden an Land. Und die beginnen schon bei solchen Dingen, die wir kennen, wie Bäume pflanzen, aufforsten, aber beinhalten auch die chemische Filterung von CO2 direkt aus der Luft. Aber selbst für die CO2-Entfernung mithilfe der Ozeane gibt es Forschung in Deutschland und auf EU-Ebene jetzt erste Pläne, das auch politisch umzusetzen. Das heißt, diese Debatte beginnt, das wird noch eine Weile lang dauern, bis man so weit ist, dass man diese Methoden auch einsetzen kann, die technischen jedenfalls. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Allerdings sind viele dieser Technologien auch umstritten, entweder weil sie unerwünschte Nebeneffekte haben könnten oder weil die Befürchtung da ist, wenn wir jetzt zu viel über solche Ansätze reden, lenken wir vom eigentlichen prioritären Ziel, die Emissionen zu reduzieren, ab. Aber in langer Frist brauchen wir diese Technologien, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Einerseits, um unvermeidbare Restemissionen, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, auszugleichen, aber später auch, um wirklich die Emissionskurve unter Null zu drücken, was aus heutiger Sicht natürlich wie magisches Denken klingt. Aber es gibt erste Länder, die auch entsprechende Ziele national vereinbart haben. Dänemark zum Beispiel hat beschlossen, die Emissionen um 110% bis 2050 senken zu wollen. Und so eine Debatte werden wir früher oder später auch in Deutschland haben. Dankeschön. Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dankeschön. Mexiko ist auf extreme Weise vom Klimawandel betroffen. Wie, das erfahren wir jetzt von einer Frau, die sich bestens damit auskennt. Jede Woche hören wir hier Meteorologinnen und Meteorologen aus der ganzen Welt zu. Denn sie sind nah dran an den Zahlen und Fakten. Hallo, ich bin Raquel Mendez und es ist mir eine Freude, Sie aus Mexiko zu begrüßen. Heute werde ich Ihnen über den Klimawandel und die globale Erwärmung berichten. Laut Greenpeace wird Mexiko eines der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder sein. Der Klimawandel hat schon jetzt Folgen für Mexiko. Der Anstieg des Meeresspiegels, vor allem an den Küsten von Quintana Roo und Yucatan, führt schon jetzt zur Abwanderung von Tierarten. Der erhebliche Anstieg der Meerestemperatur, insbesondere entlang des Pazifiks, führt zu stärkeren Wirbelstürmen. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass Mexiko zu den Ländern gehört, die am stärksten von Wirbelstürmen betroffen sind. Aufgrund des Anstiegs der Meerestemperaturen nimmt außerdem die Zahl der Meerestierarten ab. Und was am schwerwiegendsten ist, die Dürre, die im Zentrum und vor allem im Nordwesten des Landes auftritt und zu einem erheblichen Wassermangel führen könnte, insbesondere in Mexiko-Stadt. Es war mir eine Freude, Sie aus Mexiko zu begrüßen. Seit knapp 100 Jahren gehört das Empire State Building zur Skyline von New York City. Alt, ehrwürdig und berühmt, aber natürlich null energieeffizient. In der Megastadt entstehen mehr als 2/3 der CO2-Emissionen durch Gebäude. Was also tun mit einem alten Wolkenkratzer wie dem Empire State Building? Wir machen es klimaneutral, sagen die Eigentümer. Wie das geht und ob es sich auch finanziell lohnt, hier kommt die Antwort. Stolz ragt es über Manhattan, das Empire State Building. Keine Stadttour, in der das Wahrzeichen nicht vorkommt. Was viele nicht wissen, der Oldtimer unter den Riesen ist zum grünen Star geworden. Auch für Doug Fox. Bei seiner Tour geht es nicht nur um die Architektur. Er zeigt auch, wie sich Hochhäuser für den Klimawandel wappnen können. Diese Gebäude wurden zu einer Zeit gebaut, als noch niemand ans Energiesparen dachte. Aber auch ein Haus wie das Empire State Building kann so saniert werden, dass es ziemlich grün wird und bei der Energieeffizienz sogar moderne, zeitgenössische Bürohäuser überholen kann. Von außen sieht das weltberühmte Gebäude aus wie vor fast 100 Jahren. Doch drinnen hat so etwas wie eine grüne Revolution stattgefunden. Alle 6500 Fenster sind ausgebaut und besonders isoliert worden, erzählt uns Dana Robbins-Schneider.
Zwischen diesen beiden Aluminiumschienen klebt eine spezielle Wärmefolie. Wenn wir die Fenster gegen neue ausgetauscht hätten, dann hätten wir die alten alle wegwerfen müssen. Bei der Produktion und dem Transport neuer Fenster wäre eine riesige Menge CO2 entstanden. All das konnten wir vermeiden, weil wir sie hier im Haus umgebaut haben. Am Ende haben sie 70% weniger gekostet als neue. Altes und Neues kombinieren, so viel wie möglich recyceln. Nach diesem Prinzip hat die Ingenieurin das denkmalgeschützte Gebäude grundsaniert. Eine Investition, die sich auch für andere lohnen würde. In Großstädten verursachen Gebäude 70% des CO2-Ausstoßes. Deshalb ist das hier eine unglaubliche Chance, dass Gebäude Teil der Lösung werden können. Wir haben im Empire die Emissionen bisher um 54% reduzieren können, wollen aber bis 2030 insgesamt 80% unserer Energiekosten sparen. There she is, the Empire State Building. Das schönste und höchste Bürogebäude der Welt, schwärmt Präsident Hoover bei der Eröffnung 1931. Eine Ikone der Art Deco-Ära. Damals wie heute Vorreiter in Sachen Technik. Lange bevor andere im verschwenderischen New York ans Energiesparen dachten, haben die Betreiber Verbrauch und Kosten heruntergefahren. Dana will uns die Klimaanlage im Keller zeigen. Wir nehmen einen der 68 Aufzüge und erzeugen Strom. Das Aufzugssystem nutzt die Energie, die jedes Mal entsteht, wenn der Lift bremst. Diese Energie wird dann zurück in unser Stromnetz gespeist. Die Klimaschutztour ist fast zu Ende. Noch scheuen viele Hausbesitzer die hohen Kosten, auf moderne Technik umzusteigen. Doch das muss sich ändern, erklärte Doug Fox. New York will den CO2-Ausstoß von Gebäuden deckeln. Mit einem der strengsten Gesetze der Welt soll die Stadt klimafreundlicher werden. Wenn ein Gebäude, das so berühmt und mittlerweile so alt ist wie das Empire State Building, eine Modernisierung durchläuft und damit sehr viel nachhaltiger wird, dann können andere Hausbesitzer in New York sagen, wow, das ist beeindruckend und gar nicht so schwierig, Energie zu sparen. Schon einmal war das Empire State Building Vorreiter. Jetzt wird der alte Riese wieder zum Vorbild. Bis 2030 soll er sogar klimaneutral werden. Klimagerechte Sanierung, was im Empire State Building geht, sollte doch auch im Kleinen gehen. Denn der Bau und die Nutzung von Gebäuden sind für rund 40% der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Worauf sollte man beim klimafreundlichen Sanieren achten? Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der sich mit genau diesem Thema befasst, mit Architekt Adrian Nägel. Er setzt sich für ressourcenschonendes, nachhaltiges Bauen ein und engagiert sich bei Architects for Future. Herr Nägel, wenn ich mein Haus klimafreundlich sanieren will, worauf muss ich unbedingt achten? Zunächst mal müssen wir darauf achten, dass Sanieren schon mal genau der richtige Weg ist. Wir müssen unbedingt mehr Gebäude sanieren, weniger abreißen. Und da die graue Energie, also die Energie, die bereits in den Gebäuden steckt, unbedingt beachten. Worauf wir dabei achten sollten, ist, möglichst gute Qualität einzubauen und möglichst reparierbare Qualität einzubauen. Sie haben jetzt gerade... ganz kurzer Nachsatz noch. Und grundsätzlich, wenn wir ein Bauteil anfassen, also wenn wir zum Beispiel die Fenster sanieren, oder die Fassade sanieren oder das Dach sanieren, ich würde jedes Bauteil, was ich anfasse, so gut wie möglich sanieren. Also nicht sparen und nur das machen, was unbedingt sein muss, sondern es jetzt so gut machen, wie es irgendwie geht, weil ich werde dieses Bauteil vermutlich mindestens 30 Jahre nicht wieder anfassen und wir sollten dann es dann auch richtig zukunftsgerecht bauen. Sie haben das ja eben schon gesagt, oft wird einfach abgerissen und neu gebaut, weil das neue Haus eine bessere Energiebilanz hat. Das ist aus Ihrer Sicht aber falsch. Sie haben da gerade schon die graue Energie genannt. Worum geht's da? Die graue Energie, damit bezeichnen wir die Energie, die in den Bauteilen steckt, also die benötigt wird, um ein Gebäude zu errichten, die Bauteile, also den Zement herzustellen und auf die Baustelle zu transportieren und es einzubauen und aber auch die Energie, die wir benötigen, um diese Bauteile wieder zurückzubauen und wieder zu verwerten oder zu recyceln und zu entsorgen. Also heute wird ja sehr viel tatsächlich einfach auch entsorgt. Und so kann dann quasi ein altes Gebäude energieeffizienter sein als ein neues.
Wenn wir die Gesamtenergie betrachten, ist das so, ja. Aktuell ist es nach den gesetzlichen Vorgaben so, also nach den Vorgaben, die wir brauchen, nach Gebäudeenergiengesetz brauchen, wird nur die Energie des Gebäudes im Betrieb betrachtet, also die Energie, die wir für Heizung und Warmwasser benötigen. Es wird diese Energie nach gesetzlichen Vorgaben, die graue Energie, nicht betrachtet, was wir für einen riesigen Fehler halten. Die graue Energie müsste unbedingt im GEG beachtet werden, damit man die Sanierung wirklich gleichstellt mit dem Neubau. Dann, wenn wir das so machen, dass wir die Gesamtenergie eines Gebäudes betrachten, wird Sanierung sofort kriegt diesen absoluten Energievorteil. Kein Neubau kann so energieeffizient in der Gesamtbilanz sein wie eine Sanierung. Oder nur so wenige sein. Also wenn wir ein Gebäude nur aus nachwachsenden Rohstoffen bauen, dann mag das noch funktionieren, aber das ist aktuell ja eigentlich nicht die Bauweise. Dankeschön. Adrian Nägel von Architects for Future. Leute für den Klimaschutz zu begeistern. Ja, ist ein eher schwieriges Unterfangen. Vielleicht klappt es ja mit Prominenten. Die ARD hat eine 6-teilige Doku-Serie gemacht, unter anderem mit Anke Engelke und Bjarne Mädel mit dem Namen Wir können auch anders. Darin besuchen die Promis Menschen, die anpacken, um was im Kampf gegen den Klimawandel zu erreichen. Wir gucken mal rein. Lass uns wie die Denker und Dichter die guten Geschichten erzählen. Sind Helden auf der großen Mission und ewig schon, wie das geht. Und jeder Schritt ist für dich und für mich. Wir lassen kein zurück. Das hier ist einer der größten Handelsplätze der Welt, wo Unternehmen, die Geld brauchen, auf Menschen treffen, die Geld zu vergeben haben und eine Anlage suchen. Und diese beiden bringt man zusammen. Es geht ja um riesige Investitionen. Es geht um Abermilliarden, die die EU braucht, die Deutschland braucht. Und eigentlich stehen die Signale alle auf erneuerbare Energie. So, eigentlich müssten Unternehmen, die erneuerbare Energie herstellen, Windkraft, Solar, boomen, die Aktien müssten durch die Decke gehen. Nein. Trotz der ganzen Krisen in den letzten Jahren boomt die Wirtschaft weltweit, auch jetzt noch. Es wird immer mehr produziert. Und dadurch werden doppelt so viele CO2-Emissionen verursacht, wie wir durch Klimaschutzmaßnahmen aktuell vermeiden. Vor allem in China, Indien und den USA ist der Energiekonsum massiv gestiegen. Ja, China, Indien, USA, was haben wir damit zu tun? Schlechte Nachricht? Eine ganze Menge. Die meisten Importe nach Deutschland kommen aus China. 2018 haben wir Waren im Wert von über 100 Milliarden Euro aus China eingeführt. Das bedeutet, wir sind auch für einen großen Teil der dortigen CO2-Emissionen verantwortlich, weil in China für uns produziert wird. Aber natürlich müssen wir genauso vor der eigenen Haustür kehren. Ich glaube ganz bestimmt, dass diese Art von sinnlosem Produzieren aufhören muss. Hm. Es muss ein Umstellungsprozess geben und es muss einen politisch forcierten Umstellungsprozess geben. Das ist auch klar. Der Markt alleine macht das nicht. Aber so das Allerwichtigste, also ich sage jetzt mal, die Religion ist schon das Wachstum. Die Kurve muss immer nach oben gehen. Ne? Das ist das, nein, wo sich alle freuen. Nee, weil ich denke immer so auch bei mir selber, wenn ich höre in den Nachrichten, die Wirtschaft ist wieder angekurbelt und wir wachsen um so und so viel Prozent, denke ich, oh, dann geht es uns ja gut. Während sich in den letzten 20 Jahren die Treibhausgase wie Kohlendioxid oder Methan, die die Erde immer wärmer werden lassen, weltweit mehr als verdoppelt haben, sind in dem gleichen Zeitraum die reichsten 10% der Weltbevölkerung für mehr als die Hälfte dieser Emissionen verantwortlich gewesen. Ein Milliardär hat mit einem Ausflug ins Weltall mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gepustet als jede einzelne Person aus der ärmsten Milliarde der Weltbevölkerung in ihrem ganzen Leben. Die Kosten für die Folgen müssen wir aber alle gemeinsam bezahlen. Die Erde wird ja nicht nur für den Milliardär wärmer, sondern für uns alle. Der Wohlstand auf der Welt ist immer ungerechter verteilt. Mittlerweile besitzen die oberen 10% der Weltbevölkerung 83% des Weltvermögens. War spannend, die hat, ne? Ja, das war gut. Ja. Die Frau, die kann das ganz toll erklären, die Frau Holz. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir alle so jetzt langsam kapiert haben, dass wir die Dinge anders denken müssen. Ja, dass man die Welt anders denken muss.
Jana, hatte ich dir erzählt von, ich muss dir was erzählen, komm mal bitte mit. Das war's von der Klimazeit für diese Woche. Nächste Woche ist Tobias Koch für Sie hier im Studio. Ich verabschiede mich in den Mutterschutz und sage Tschüss und bis bald.